Ehrenmann. Was für Ehrenmann, Bürgerpflicht, ja. Land, ehrenlos, ehrenlos ist sowas. Wenn man kleine Kinder, Zweijährige, wo, bring die Zweijährige her, bring die Zweijährige her. Puh, Lana Manakoim, puh. Ich schwöre 100%, du hast recht, wirklich, Mashallah. Ich sag dir, Ich schau mal, schwör, Bruder, Attila, ich krieg du hast, schau Hass, ich mal, krieg Hass bis man merkt hierher, bei Alter. dir, du hast Charakter, dir sind gewisse Sachen wichtig. Ich hasse Leute ohne Skrupel, die was keine Moral haben, die sich denken, bei allem Scheiß drauf. Weißt du, was ich meine? Bei Pedosachen Scheiß drauf, Vergewaltigung Scheiß drauf. Warum? Die haben keinen Respekt vor Menschen, vor nichts. Weißt du? Bruder, Das ist dass so. die sich dann noch die Frechheit besitzen und in die Öffentlichkeit sitzen und dann noch so etwas verteidigen und uns alle für dumm verkaufen und uns beibringen wollen, was das ist, dass es nicht pädophil ist und dass es nicht so ist, dass es nur eine Dummheit war. All und bagatellisiert nicht, bagatellisiert nicht. Würdet ihr eure zweijährigen Kinder mit so einem alleine lassen? Hä? Würdet ihr? Nein, würdet ihr nicht. Also diskutiert nicht, Alter. Versucht nicht, uns irgendwas aufzubinden, was nicht so ist, Alter. Wir sind nicht dumm. Die denken, die sind schlau und alle anderen Zuschauer sind dumm. Hast du recht, hast du recht. Aber schau mal, Attila, ehrlich gesagt, ich schwöre, ich bin froh, dass sie sich so verhalten. Hätten die klug verhalten, hätten sie sich alle distanziert. Jeder hätte sich gedacht, das ist ein Einzelfall. Aber jetzt kommt raus. Sinanji sagt, er hat mit alle diese Pedo-Sachen gemacht. Er will es ja durch die Blume sagen. Halt die Füße still, sonst fangt er an zu reden. Und das ist gut. Viele Leute, ich schwör's dir, Attila, die schreiben mir, hey, ich habe dich früher nicht gemocht, das und das, aber du hast recht gehabt, das und das. Die sind schockiert. Die haben sich nicht gedacht, dass ein Arafat so ist, dass ein Ali Boumaye kommt und so tut, als wäre das nichts und alles cool und, weißt du, was ich meine? Ja, Ich natürlich. habe Es, bei gesagt, denen diese geht Strategie und alles so ist nur um Bullshit. Interesse, alles nur um Geld, Bruder, alles nur um Geld. Die Wo reden ist zwar jetzt den der ganzen Aufschrei von Tag von Arafat Allah, hier? aber denen geht Wo ist es jetzt nur der um Aufschrei von Geld. Arafat? Er hat gesagt, er macht Therapie, das und das. Er hat gar nichts gemacht, das hast du auch gewusst, Arafat. Wo ist jetzt sein Aufschrei? Wo? Ha? Ist das so, dass er da sitzt und Leute bedroht und beleidigt und weiter selbstbewusst mit die Eier da sitzt? Warum? Weil du auch ein Pedo bist und ihm sagst, ist nicht so schlimm? Ist schlimm. Weißt du? Ganz Ohne genau, Schnell. ganz genau. Wegen solchen Leuten wie Arafat, wenn die sich hinhocken und so etwas verteidigen und sagen, das ist nicht pädophil, wegen solchen Leuten passiert nachher noch mehr Noch Taten, mehr, noch mehr noch mehr. Sachen, weil die bagatellisieren das, die sprechen das runter und stellen das so dar, als ob das nichts wäre. Lan Olm, dann sage ich zu dir, dann tu du deine zweijährige Nichte oder dein zweijähriges Kind mal mit ihm alleine lassen. Hört Es auf, werden die auch Leute Grenzen zu aufgeweicht, verarschen. Attila. Es werden Grenzen aufgeweicht, wo null Toleranz sein sollte, weißt du? Wo hört es dann auf? Der Nächste sagt dann, hey, der hat sich nur einen Film angeschaut, der hat kein Kind verletzt, der hat kein Kind angegriffen. Weißt du, was ich meine? Wo hört es dann auf? Junge, null Toleranz. Hast du irgendwelche so kranke Gedanken? Ist mir scheißegal, ob du drüber fantasierst, ob du diese Filme schaust, ob du Kinder, weißt du, diese Erwachsenenfilme schaust und so. Du bist für mich Abschaum, Müll, Dreck und du hast mit Religion und sowas nichts zu tun. Du bist ein ehrenloser Bischaraf. Mehr kann ich So, nicht sagen. Bruder, Mahir, Bruder, du hast hier geschrieben, Bruder, jeder trägt seine Sünden für sich, aber wir sind hier, aber wer sind wir zum Richten und Arafat ist ein Korrekter. Nein, Bruder, nein, nein. Hast du das Video gesehen? Hast du das Video gesehen? Es gibt Kannst Sünden du, und Sünden, warte mal, Attila. Es warte, gibt Sünden und Mo, Sünden. Ich bitte. bin nicht perfekt, aber es gibt Sünden und Sünden. Es gibt Sünden, die sind nicht zu verzeihen. Es gibt, versteht ihr, Endlevel-Haram ist das. Mo, warte Jeder mal von uns ganz hat Fehler. kurz. Keiner ist perfekt. Das Weißt ist jemand Wichtiges, wo ich antworten du? möchte, wo ich Wert lege. Nein, Bruder, schau mal, Mahir, Bruder, wenn du einen Ständer hast, kannst du 11 Minuten lang von einem zweijährigen Kind reden und dabei dir einen runterholen und am Schluss abspritzen, TikTok sportlich. Kannst du das? Kannst du nicht, Mahir. Weißt du, warum du das nicht kannst? Weil du nicht pädophil bist. Aber wenn das jemand kann und wenn das jemand macht, dann ist der pädophil, mein Bruder. Und wenn dann ein Arafat, der Vorbildfunktion hier auf TikTok hat, rausgeht und sagt, ich habe das Video nicht angeschaut, aber der ist nicht pädophil, der macht sowas nicht, dann tut Arafat hier die Leute täuschen. Und wenn das dann zum Beispiel jemand glaubt, wenn nach unserem Glauben, nach Islam, wenn das jemand glaubt und der lässt sein Kind nachher mit dem alleine und dem Kind passiert was, Bruder, dann ist dieser Arafat genauso dafür verantwortlich. Wenn wir davon reden, Allah ist der, der wo richtet, wir Menschen nicht. Bruder, wir richten auch. Und zwar nach Scharia tun wir mit Steine sogar Menschen steinigen tot machen. Wir hängen sie auf, wir schneiden ihre Arme runter. Also, wir Menschen Attila, ich sage dir richten auch hier eins, auf der schau Welt mal. auch. Darum sag bitte nicht, wer sind wir, dass wir nicht richten, dass wir richten. Wir richten.
richten auch unsere Gerichte, unsere Staaten richten hin. Also, wir Menschen dürfen uns eine Meinung bilden, was gut ist, was schlecht ist. Und so etwas ist schlecht, mein Bruder, weil wer auf zweijährige Kinder sich sexuell aufgeilt und dann ejakuliert, der ist ein mutmaßlich pädophiler Bruder. Fertig, Attila, aus. Weißt du, was der Punkt ist? Die Leute reden immer, warum ist die Welt so, so und so. Genau aus dem Grund, weil die Guten nichts machen. Wenn du was Schlechtes siehst und nichts sagst, dann bist du der stumme Teufel. Das ist ganz der Punkt. Genau. Dann hätten wir Klimaschein. Wenn jeder so sagen würde, dann würde, könntest du auch sagen, okay, er hat wen umgebracht, egal, Gott richtet. Er ist ein Vergewaltiger, egal, Gott richtet. Ich bin nicht so. Wenn ich was sehe, dann fühle ich mich verpflichtet. Warum? Gott prüft uns mit Angst und mit Tod. Da steht sogar im Koran drinnen, dass er uns prüft. Versteht ihr? Natürlich. Da steht sogar im Koran drin, er wird jeden Menschen wahrlich mit Angst prüfen, mit Tod prüfen. Und da zeigst du dein wahres Gesicht, ob du ein Mann bist und aufstehst oder nicht. Weil wenn die Leute über irgendwas aus Amerika und so reden, da haben die keine Bedenken. Warum? Das ist ein unerreichbarer Feind. Aber vor dem Feind vor der Haustür haben die Angst. Weißt du, was ich meine? Das ist das. Die reden immer vor der unerreichbaren Person, aber die Person in der Nähe, da ist alles egal. Weißt du? Und wir als Muslime, egal in welchem Land, natürlich haben wir Gesetze und es gibt Endstufe Haram. Jeder macht Sünden, aber das sind keine Fehler, das sind einfach Todsünden, Bruder, die Hölle ja. Aber es geht um was anderes. Hier geht es um den Punkt, dass manche Menschen sagen, auch Menschen, wo ich zum Beispiel mag oder Wert lege, wie gerade eben, die sagen, ja, wer sind wir, dass wir richten und das soll Gott machen. Nein, Bruder, nein. Wir leben hier auf Erden. Und hier auf Erden gibt es Regeln, gibt es Gesetze für ein geordnetes Zusammenleben zwischen uns Menschen. Und wenn wir so etwas nicht verachten, wenn wir so etwas, wenn Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, und solche komprimierende Aufnahmen ans Tageslicht kommen, wo wir als Öffentlichkeit genau mit Augen und Ohren erkennen können, dass dieser Typ über 10 Minuten sich sexuell an einem Kind aufgegeilt hat, visuell, also in seinem Kopf und die ganze Zeit wollte, dass dieses Kind vor die Kamera kommt, dann ist dieser Typ für mich pädophil, mein Bruder. Und wer so einen Typ dann verteidigt, der verteidigt einen Pädophilen, mein Bruder. So ist das. Ich frage mich auch ein, diese ganzen Leute, die was sagen, man soll nicht richten und so. Wo wart ihr, wie meine Mutter bedroht worden ist? Wo wart ihr, wie mehrere Motorradclubs angetanzt sind? Wo wart ihr, wie die mich in den Knast bringen wollten? Da war jeden Scheiß egal. Warum? Ich bin nur 86. Ich werde nicht beschützt von Arafat oder irgendwelche Leute. Aber wenn die hier kommen und irgendein Pädophat und irgendein Ali Pedro Boumaier hier kommt, dann ist andere Welt, oder was? Bei mir egal. Ich schwör's dir, glaub es mir, wenn ich 3 Kugeln kassieren würde, die würden noch Champagnerkorken springen lassen. Und bei dem nicht. Warum? Über jeden urteilen die auf TikTok, über jeden, die fahren in diese Stadt, die fahren in diese Stadt, weißt du? Aber soll doch in meine Stadt mal fahren, Alter. Soll doch mal in meine Stadt fahren, Alter. Schau mal, die Richter, haben die nicht Friedensrichter? Warum habt ihr Friedensrichter, wenn ihr nicht richtet? Hat nicht jeder Clan Friedensrichter? Das ist doch ein Widerspruch. Bruder, weißt du, was ein Friedensrichter macht? Ein Friedensrichter tut einen Geldbetrag aushandeln, wo der eine dem anderen gibt und dann ist mit Geld wieder alles aus der Welt. So funktionieren die. Nur solche Sachen funktionieren nicht mit Geld. Solche Sachen müssen geächtet werden. Wenn einer auf zweijährige Kinder sich sexuell aufgeilt und einen Orgasmus bekommt, dann muss diese Person geächtet werden. Und jeder, der wofür sein Interesse und sein Vorteil diesen Menschen verteidigt, diesen Menschen gut reden will, der ist schlimmer wie dieser Mensch, weil dieser Mensch ist krank. Dieser Mensch hat diese Perversion in sich. Der hat das in seinem Blut. Der ist so, wie er ist. Aber wenn dann solche Menschen, die das nicht in sich haben, raustreten, die Ansicht genießen und dann so einen verteidigen und gut reden wollen und das wegreden wollen, die sind der wahre Teufel, Bruder. Die sind der wahre Teufel, tamam. Weil die würden nicht ihr eigenes zweijähriges Kind mit dem alleine lassen, aber reden zum Volk raus, dass das Volk nicht so denken soll und mit ihm ein zweijähriges Kind alleine lassen soll. Moruk, der hat über 11 Minuten 35 an seinem erregierten Glied rumgespielt, Attila, schau mal, hat sich in weißt Ekstase du, was, geredet. Schau mal, Attila, was die Leute nicht verstehen, das sind Menschen, ich schwöre es dir, ich weiß, wie die sind. Die sind so, die sitzen zu 4 zu 5, für denen ist die Party, laden wir uns ein paar Bräute an und machen wir Rudelfick und Gangbang. Ich kenne diese Leute, die haben keine Moral. Und glaub mir, das sind, wenn die das machen, ich schwöre auf alles, Attila. Ich habe von manchen Leuten gewusst, dass sie so sind. Ich habe nicht geredet, weil ich gedacht habe, deine Perversion ist Privatsache. Ist mir egal, was du machst, mach dein privates Ding. Aber wenn es um Kinder geht, hört auf. Und die haben nicht einmal bei Kindern
halt gemacht, weißt du? Das ist genau der Bruder, Punkt. ich rede hier die ganze Zeit nur über eine Geschichte mit einem zweijährigen Baby. Ich kenne Ja. Leute, hört mir zu. Ich schwöre euch bei Allah da oben. Ich schwöre euch ich schwöre euch auf jeden, den ich auf dieser Erde liebe, soll jeder sterben, wenn ich lüge, was ich jetzt sage. Soll ich niemanden, den ich liebe, wiedersehen? Soll ich morgen ohne Augenlicht aufwachen? Allah, iki gözümü kör etsin, wenn ich euch anlüge. Leute, es gibt noch so einen Haufen, was er gemacht hat, wo wir jetzt schon alles wissen, gesehen haben, aber euch noch nicht erzählt haben. Es sind 14, 15-jährige Mädels. 14, 15-jährige Mädels, die der mit ins Hotel genommen hat, im Hotel durchgenommen hat. 14-jähriges Damals, Mädchen, Morok. Attila. Davon rede ich gar nicht. Das thematisiere ich gar nicht. Für mich ist es schlimm, das zweijährige Baby, dass man auf ein zweijähriges Baby Nochmal, sich Attila. sexuelle Fantasien bilden kann und sich einen runterholen kann, TikTok-sportlich. Das geht nicht, Leute. Macht mal Schau euren mal, Mund auf. Attila, schau mal. Das ist genau der Punkt. Bei Raf Damora, ich habe Video gemacht vor über einem halben Jahr. Ich habe gesagt, diese mit K.O.-Tropfen und so. Viele Leute haben mir gesagt, wo ist der Beweis, das und das. Prüft diesen Zeitungsbericht, zeigt doch Raf Gamora, fragt ihn, ob das sein Homie ist oder nicht, ob er nicht hier im 15. Bezirk bei Längenfeldgasse wohnt oder nicht, der Typ. Und dass er noch immer im Knast ist und er Frauen betäubt hat und eine Frau hat gebettelt, dass die aufhören, die haben weitergemacht. Solche Schweine sind die, okay? Verstehst du? Die feiern das, wenn wir leidet, okay? Und solche Leute trete ich gerne auf den Kopf. Wallahi billahi, ich trete solchen Leuten gerne. Ich kann vor so einem Menschen keinen Respekt haben. Mir egal, ob er mächtig ist, ob er der größte Mafiose ist, du bist für mich Müllabschaum, menschlicher Abschaum. Versteht ihr? Versteht ihr? Und das Bruder. ist genau der Punkt. Und schau mal, die Leute, die mich verfolgen, warum berichtet ihr nicht über das? Berichtet doch über das, Masdak oder Sufian oder so. Deine Lügen kannst du ja berichten. Haben die irgendwas bei mir richtig gestellt? Nein, aber bei Sinanji ganz vorsichtig, da darf man nichts sagen. Bababab. Habt ihr mich einmal gefragt, ob die Sachen stimmen oder irgendwas? Nein. Versteht ihr? Auch wenn ich hier im Studio oder so sitze, die sagen, nein, er sitzt auf Straße oder irgendein. Ich sage dir, schau mal, Attila, weil bei mir gelten andere Regeln. Bei Sinan, er ist natürlich, er bringt ihnen Geld, da gelten andere Regeln. Weißt du, was ich meine? Das ist genau das. Bruder, das ist Und einfach nur wir hatten viele ekelhaft. Geheimnisse mit diesen Leuten. Weißt du, wie viele Geheimnisse er hat mit Arafat und so, über seine Familie, er Bescheid weiß. Er kennt auch wahrscheinlich jeden schwulen Rapper. Bruder, Als Arafat hat Schwuler. von Sinan G, seiner Familie, eine starke Unterstützung in der Sache gegen Bushido bekommen. Der Rotz schießt, hat monatelang jeden Tag gegen Bushido geschossen. Hast du recht, hast du recht. Arafat ist mit denen eng verbunden. Ist klar, dass der Arafat jetzt den Sinan in der Öffentlichkeit verteidigt und gut redet. Aber daran merkt man, dass er käuflich ist und für seine Interessen sogar einen pädophilen Typen uns gut reden will, uns gut erzählt. Und Menschen, die zu ihm aufschauen, es gibt Menschen, es gibt Migranten, die verfolgen Arafat, die schauen auf den auf, ob das Arabischstämmige sind, Andersstämmige sind. Es gibt junge Kinder, die schauen zu dem auf. Und wenn der sich da hinhockt und sagt, ja, nö, das ist nicht pädophil und das ist okay so, okay, der hat da nur eine Scheiße gebaut und bla, und das bagatellisiert, dann tut der einen Einfluss auf diese Leute nehmen und diese Leute glauben ihm das. Und er setzt dann diese Leute einem Risiko aus und lügt die an und versucht innerhalb dem Volk Fitna zu machen, indem er so einen als gesund darstellt. Lan Olum, was ist daran gesund, wenn man auf ein zweijähriges Kind ejakulieren kann, Lan? Großbruder, Was ist deine daran Mutter ist wieder gesund? da. Irgendein Typ schreibt wieder in den Müll. Aber ich habe das Video nicht gesehen, aber ich kenne Sinan, der würde sowas nie machen. Okay, du kennst Sinan, der würde sowas nie machen. Du kennst ihn. Hättest du gedacht, dass er sich ein riesen Silberteil rektal einführt? Hättest du auch nicht gedacht, lieber Arafat, aber er hat's gemacht. Wenn du uns nicht glaubst, schau dir das Video an. So macht er. Guck mal, ich schieb mir das jetzt in den Arsch. Dann macht er so und dann macht er die Augen noch so. Attila. So macht er. Lanolem, so macht er. Was reden die, Alter? Macht doch auf Mann, sitzt sich dahin wie eine Dings, obwohl er die größte Pussy ist, sich mit Dildos selber. Ich Versteht sage ihr dir eins, aber ich bin mir TikTok-Sportlich? Macht doch sicher, auf Mann und zeigt Faust den Attila, Leuten. ich bin mir sicher, dass er seine Perversionen Geh nicht an Frankfurter verbergen konnte, Bahnhof dass Sinan. anschreien, du Schlampe, Ich kann TikTok-Sportler. das nicht glauben, dass die Leute 20 Jahre nicht mitbekommen haben, wie das Sinan ist. Ich wette mit dir, der Arafat hat viele perverse Sachen auch mit ihm gemacht. Er sagt ja selber, er hat Gangbangs mit jedem Rapper gemacht. Da sagt der Sinan, Arafat war gar nicht interessiert selber. nur Geld, Bruder. Arafat kannst du kaufen. Schick jetzt Arafat 50.000. Der sitzt sich bei TikTok rein und der erzählt, dass Mo der beste Mann auf der Welt ist. Ich sage dir eins, glaub es mir.
Sag mir, Arafat, ich Para schwöre Moloch, alles. einzige Para, die reden alle von Allah, von unserem Sag mal, Propheten oder ja, sonst was, sag mal, aber Arafat, Moloch, der nimmt ja solche die Leute Leute auf. kennen Attila. nur die Köpfe, wo auf Geldscheine drauf sind und fertig. Was anderes kennen die nicht so. Sag mal, Weil wenn die er. Allah kennen würden, dann würden die nicht kommen und einen mutmaßlichen Pädophilen verteidigen. Tamam, Leute. Ich sag dir, schau Ist mal, doch echt Attila, das diese. Letzte, Alter. Der Arafat.